Mein Name ist Thomas Bleier, ich beschäftige mich beruflich generell mit dem Thema Sicherheit und dort insbesondere mit dem Thema Absicherung von Systemen mit meinem Unternehmen BISEC. Wir machen dort eben Audits, Trainings und solche Dinge und aus dem Aufgabenbereich heraus ist auch dieser Vortrag entstanden, weil, wie Robert schon vorher gesagt hat, ich habe vor 2 Jahren schon einen ähnlichen Vortrag gehalten und auch Workshops gemacht und so. Trotzdem ist es leider so, wenn ich mir die Auditpraxis anschaue, die Pentests ich mache, die Security steigt nur mäßig. Ja, also die Dinge, die ich hier erzähle, sind hoffentlich für viele von euch Basics, ja, aber leider in der Praxis halt trotzdem immer wieder nicht gemacht oder nicht zu finden. Ja. Deswegen vom Ansatz her, der Markus hat es in der Einleitung gesagt, es geht darum, Server abzusichern, gegen Angriffe zu härten. Ich habe hier den Fokus generell ein bisschen auf praktische Tipps auch für Linux-Betriebssysteme, wobei ich aber schon versuche, die theoretischen, soweit man das sagen kann, oder ein bisschen einen systematischen Ansatz reinzubringen und jetzt nicht nur die Kommandos vorzustellen, sondern auch, warum man das Ganze macht, damit man das auch ein bisschen auf andere Infrastrukturen umlegen kann. Und der zweite Punkt ist, der Schwerpunkt von dem Vortrag ist eher auf einzelne Systeme, kleine Umgebungen. Ja, also es ist jetzt hier nicht der Fokus auf riesengroße Umgebungen à la Facebook und Google und so, wo ich tausende Server habe, die ich automatisiert verwalten und absichern muss, da muss ich dann andere Wege gehen und das Ganze automatisieren, aber ich will mir hier primär sozusagen die grundlegenden Mechanismen ein bisschen anschauen und näher führen. Was will ich in der nächsten Stunde ungefähr erzählen? Zuerst möchte ich mir ein bisschen anschauen, wie arbeiten Angreifer. Um ein System zu verteidigen, muss ich immer wissen, wie arbeitet ein Angreifer, was macht der, weil im Wesentlichen dreht sich immer darum, bei jeder Security-Maßnahme, ich muss dem Angreifer einen Schritt voraus sein, das heißt, ich muss das, was er machen will, vorweggenommen haben, idealerweise, um ihm Steine in den Weg zu legen. Aber dazu komme ich nachher noch. Dann ein bisschen Grundsätzliches zum Thema Security by Design, ein Schlagwort, das heute immer oft verwendet wird. Die Frage ist, was steckt dahinter, das versuche ich ein bisschen zu erläutern. Ein wichtiges Prinzip, auf das ich dann noch komme, ist eben Prevention, Detection, Reaction. Das heißt, es geht nicht nur darum, Angriffe zu verhindern. Man muss in heutigen Umgebungen, gerade wenn man jetzt von Cloud und großen Umgebungen spricht oder skalierbaren Umgebungen spricht, die sehr komplex sind, auf vielen Ebenen angreifbar sind, muss man davon ausgehen, dass diese Systeme auch angegriffen werden, auch erfolgreich angegriffen werden. Das heißt, neben der Prävention von Angriffen ist es mindestens genauso wichtig, auch Angriffe erkennen zu können, erfolgreich und darauf reagieren zu können. Und dann eben, wie gesagt, haben ja die Linux-Wochen, das heißt, es geht dann auch um die Umsetzung unter Linux-Server-Systemen. Aber steigen wir mal ein in das Thema, wie arbeitet ein Angreifer? Da haben sich viele Leute inzwischen das schon sehr genau angeschaut, im Wesentlichen und auch strukturiert, das heißt, natürlich arbeiten nicht alle Angreifer gleich, aber im Wesentlichen müssen Angreifer die Phasen, die hier beschrieben sind, durchlaufen für einen erfolgreichen Angriff, mehr oder weniger in der Reihenfolge. Und deswegen ist es wichtig, die zu verstehen. Der erste Schritt ist immer das Sammeln von Informationen. Ja, das kann im ersten Schritt einmal passiv passieren. Google ist dein Freund, insbesondere bei jedem Angriff oder Test auch von Systemen. Ja. Whois genauso. Interessant auch alles, was sonst an Informationen über ein Unternehmen bekannt wird. Also nur ein Beispiel, ja, wenn ich bei einem Unternehmen jetzt die Liste der Administratoren irgendwie herausgefunden habe oder die Personen, die das administrieren und ich dann ein bisschen mich mit Google vertiefe und ich finde halt dann Forenbeiträge, wo sich diese Administratoren technisch darüber austauschen, wie bei einer bestimmten Linux-Kernel-Version bestimmte Dinge irgendwie eingestellt werden, dann kann ich davon ausgehen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird er das nicht machen, aus Spaß an der Freude, sondern weil er sich genau mit dem Thema in der Firma beschäftigt. Ja, das heißt, da ist es auch für jeden Systemadministrator eine gewisse Vorsicht geboten oder eine gewisse Aufmerksamkeit geboten, dass man halt vielleicht nicht in was auch schon passiert ist, ja, zum Beispiel in solchen öffentlichen Diskussionen, dann Snippets aus Config-Files reinpastet, ohne sich zu überlegen, ob da vielleicht irgendwelche kritischen Informationen bis hin zu Passwörtern oder so drin sind. Das heißt, dieser erste Schritt, passives Intelligence Gathering, das kann ich machen, ohne dass ich überhaupt auch nur einen Schritt oder ein Bit von dieser Firma oder von diesem System, das ich angreifen will, berühre. Das ist rein Informationen, die im Internet verfügbar sind. Der nächste Schritt ist dann aktives Sammeln von Informationen. Ich mache einen Portscan, ich schaue mal an,
welche Services sind auf dem System erreichbar. Ich schaue mir an, welche Banner liefern mir die Services zurück, wenn ich sie kontaktiere. Das heißt, ich kann daraus Versionsinformationen bestimmen, kann ein Fingerprinting machen, welche Services laufen auf dem System. Und das hilft mir schon weiter in der Recherche dann nachher, welche Schwachstellen könnte das System möglicherweise haben. Das ist dann der zweite Schritt, das Finden von Schwachstellen. Da geht es darum, Funktionalitäten festzustellen. Das heißt, eben neben den Services, die auf dem System laufen, was ist da alles aktiviert? Ja, die Services haben ja typischerweise großen Funktionsumfang. Also Service, wenn ich jetzt einen Apache zum Beispiel hernehme oder einen Mail-Server, ja, dann gibt es da verschiedene Dinge, die man halt dort dazu aktivieren kann oder deaktivieren kann, Module, Konfigurationen, solche Dinge. Das heißt, es geht bei dem nächsten Schritt darum herauszufinden, was läuft da eigentlich alles drauf und wie ist das konfiguriert. Insbesondere auch, welche Versionen laufen da drauf. Eben das größte Beispiel, das größte Problem heutzutage in Bezug auf Schwachstellen sind immer noch alte, nicht gepatchte Softwareversionen, die auf Systemen laufen. Und dann ist der nächste Schritt, wenn ich jetzt weiß, auf dem System läuft ein Apache in der Version und ich habe eine Schwachstelle gefunden in der Version vom Apache, dann kann ich diese Schwachstelle ausnutzen und einen ersten Angriff auf das System starten und mal einen Foothold da drin kriegen. Also sprich, ich habe Code, der auf dem System ausgeführt wird, möglicherweise noch in einem sehr eingeschränkten Zustand, das heißt, der läuft halt irgendwie in einem Jail oder in einer Sandbox, wie auch immer, aber ich bin schon mal auf dem System drauf. Ja. Der nächste Schritt ist dann wiederum, Informationen zu sammeln, das heißt, ich bin dann schon dort auf dem System drauf und habe von dort möglicherweise Zugriff auf Informationen, die ich von außen nicht sehe. Ich kann möglicherweise Konfigurationsdateien lesen, ja, Linux klassischerweise kann ich nicht alles schreiben, wenn es richtig konfiguriert ist, ja, aber ich kann trotzdem normalerweise sehr viel lesen an Konfigurationsdateien bis hin zu möglicherweise Passwort-Hashes, wenn es schlecht gemacht ist und solchen Dingen. Ja. Kann mir anschauen, welche internen Services laufen auf dem System. Ja. Eben auch wenn ich jetzt wiederum auf Netzwerkebene Ports nur nach außen hin blockiert habe, eine MySQL zum Beispiel, das jetzt, wenn es richtig gemacht ist, nur auf einem internen Interface läuft, aber wenn ich mal auf der Maschine sitze und dort auch nur in einem sehr eingeschränkten Benutzerkontext meinen Programmcode ausführen kann, dann kann ich über Localhost mich auf das System verbinden und kann dort möglicherweise auf Services zugreifen, die ich von außen nicht erreiche. Und dort wiederum schauen, was gibt es dort für Services, was haben die für Versionen, haben die möglicherweise Schwachstellen und so weiter. Weil der nächste Schritt ist dann eben Privilege Escalation, die Ausweitung der Rechte. Ich versuche auf dem einen System oder auf anderen Systemen in dem Netzwerk möglichst große Rechte zu kriegen, weil im Endeffekt will ich ja irgendwie ein Ziel erreichen. Ob das jetzt Sammeln von Informationen ist, ob das ist, dass ich persistent auf dem System bleiben will, um von dort aus weitere Angriffe zu starten, Spam zu verschicken, Bitcoins zu rechnen, was auch immer. Bitcoins rechnen ist jetzt nicht mehr so aktuell bei den aktuellen Hashing-Zahlen, aber vielleicht irgendwelche andere Kryptowährungen, was auch immer. Also es gibt da die interessantesten Ideen, die die Leute haben, was man mit fremder Rechenleistung alles anfangen kann. Der nächste Schritt ist dann eben, wie gesagt, Persistence. Das heißt, es geht darum, ich will ja nicht nur jetzt auf dem System meinen Code ausführen und beim nächsten Reboot, was ja vielleicht nicht so oft vorkommt, aber trotzdem mal passieren soll, ist das alles wieder weg. Ich will persistent auf dem System bleiben. Das heißt, ich muss die Konfiguration so verändern, dass meine Backdoor, meine Software, die ich da installiert habe, auch wiederum beim nächsten Reboot läuft oder halt einfach wieder nachgeladen werden kann, sodass ich persistent bin. Der nächste wichtige Schritt ist dann, die Existenz des Angreifers zu verstecken. Das heißt, ich will ja nicht einfach gefunden werden. Zum einen will ich den Ablauf des Angriffs möglichst verschleiern, das heißt, aus Logfiles die Dinge herauslöschen, die darauf einen Hinweis geben könnten, dass dieser Angriff passiert ist und vor allem wie er passiert ist oder überhaupt am Administrator möglichst nicht die Chance zu geben, mich zu finden. Ja, über Rootkits, das ist für einen normalen Anwender oder für einen Administrator auf dem System halt so ausschaut, als wäre eh alles normal und in Wirklichkeit laufen aber meine Prozesse im Hintergrund. Dann der nächste Schritt eben Lateral Movement, das heißt das Wandern auf andere Systeme. Wie ich vorher schon gesagt habe, wenn ich auf dem System meine Rechte ausgewertet habe, dann ist es ja möglicherweise so, dass ich von dort, wenn das jetzt zum Beispiel ein Webserver in der DMZ ist, ja, dann kommt der aber wiederum irgendwo weiter rein zu irgendwelchen internen Servern, zu einem Datenbankserver, zu irgendwelchen anderen Systemen, wo möglicherweise die Informationen liegen, die mich interessieren als Angreifer. Oder wo ich das tun kann, was mich interessiert als Angreifer. Es geht ja heutzutage mitunter nicht nur um das Sammeln von Informationen, sondern auch um das Ausführen von irgendwelchen Aktionen. Ja, also ein klassisches Beispiel, Ransomware, da gibt es
hat eine interessante Welle an Ransomware-Angriffen auch gegen Linux-Servern gegeben in der letzten Zeit, wo die Angreifer über Schwachstellen in die Systeme eingedrungen sind. Dann die Applikationen, die auf dem System installiert waren, irgendwelche Web-Applikationen, PHP klassischerweise, so manipuliert haben, dass sie die Daten, die in die Datenbank geschrieben wurden, verschlüsselt haben. Den Schlüssel haben sie sich online von am System des Angreifers geholt. Das hat man gemacht, hat das System 2, 3 Monate, 6 Monate laufen lassen und dann hat der Betreiber von dem System eine E-Mail bekommen, wir hätten gern so und so viel Bitcoins typischerweise, ja, wenn du deine Daten wiederhaben willst. Perfide an der Sache ist eben, also das ist genau dieses Lateral Movement, ich bin in dem System oder in der Systemlandschaft schon so weit drin, dass ich zum Beispiel in dem Fall die Daten auch verschlüsselt habe, die ins Backup gehen, das heißt, ich habe möglicherweise Backups, die ich einspielen kann, das Problem ist nur, die Daten im Backup sind auch verschlüsselt. Und der Schlüssel liegt aber nicht auf dem System und damit habe ich ein Problem. Ja, und der nächste Schritt oder der letzte Schritt ist dann eben die Exfiltration oder die Payload, also das Ausführen von den Schadfunktionen, was ich eben machen will. Ja, Stellen von Informationen, Verschicken von Spam ist seit 15 Jahren ein großes Geschäft. Und dazu werden natürlich auch diverseste Systeme benutzt. Soweit einmal die grundsätzliche Vorgehensweise. Das Ganze gibt es auch aufbereitet, zum Beispiel hier aus dem militärischen Bereich von Lockheed Martin. Die nennen das Cyber Kill Chain. Die kommen eben aus dem Militär und da ist die Kill Chain ein Begriff offensichtlich. Und die haben das jetzt umgelegt auf das Thema IT und IT-Sicherheit. Aber im Wesentlichen sind es die gleichen Schritte. Das heißt Reconnaissance, dann das zur Verfügung stellen oder aufbereiten von Angriffstools, diese dann auszuführen. Dann geht es um Exploitation, Command and Control, das heißt, ich muss auf dem System den Zugriff erhalten und dann zum Schluss die Action und Objectives, wie Sie es hier nennen, also das, was ich eigentlich machen will. Was heißt jetzt, ein System gegen solche Angriffe zu härten oder sicher zu machen? Vereinfacht gesagt, wenn ich mir die Liste vorher anschaue mit den Schritten, ist es einfach nur, bei jedem Schritt es dem Angreifer so schwer wie möglich zu machen. Ja. Unmöglich zu machen ist in der heutigen Zeit, wie schon vorher gesagt, schwierig. Ich habe die Systeme, die heute so komplex sind, dass ich sie nicht hundertprozentig absichern kann. Dessen muss man sich auch bewusst sein. Aber ich muss es dem Angreifer auch nicht zu einfach machen. Ja. Weil, da komme ich dann nachher noch kurz drauf zu sprechen, es ist immer so, ein Angreifer sucht sich das einfachste Ziel. Wenn er es nicht wirklich genau auf ein System in meinem Unternehmen zum Beispiel abgesehen hat, dann wird er, wenn es bei mir zu schwer ist, zum Nachbarn gehen. Das heißt, für jeden Schritt, den ich vorher erzählt habe, muss ich mir überlegen, was macht der Angreifer und wie kann ich jetzt als Administrator oder als jemand, der für die Sicherheit eines Systems verantwortlich ist, es dem Angreifer schwer machen. Dazu ist wichtig, jetzt auch wiederum von der systematischen Sicht das Thema Risiko ein bisschen näher zu betrachten. Die ISO definiert das Risiko als das Produkt aus Bedrohung, Verwundbarkeit und Auswirkung. Und das ist ein entscheidender Punkt auch bei der Absicherung von Systemen, weil man sich dessen bewusst sein muss, es geht darum, also das habe ich hier, die Folien sind durcheinander, Sicherheit ist immer relativ. Ja, es geht ja immer um das Sicherheitsniveau der Systemkomponenten untereinander. Wenn ich auf der einen Seite irgendwo ein hohes Risiko habe und dort noch mehr investiere, dann bringt mir das für den Schutz meiner Systeme relativ wenig, weil der Angreifer sucht sich ja die Teile, die einfach angreifbar sind. Deswegen, das nie zu vergessen, das Risiko ist das Produkt aus Bedrohung, Verwundbarkeit und Auswirkung. Das heißt, die Bedrohung stellt dar, ob jemand überhaupt daran interessiert ist, ein System anzugreifen oder eine Systemkomponente anzugreifen. Die Verwundbarkeit sagt, wie anfällig ist das, diese Komponente oder dieses System gegen Angriffe und die Auswirkung wäre, was hat das für Auswirkungen, wenn die angegriffen wird. Und weil das ein mathematisches Produkt ist, ist es natürlich so, dass nur wenn alle drei Faktoren groß sind, das Risiko im Endeffekt groß ist. Ja. Das heißt, wichtig ist es, bei allen Sicherheitsmaßnahmen, die man bei einem System trifft, auch beim Linux-System oder beim Cloud-System, egal, dass die abgestimmt untereinander sind und dass ich nicht dort noch mehr Sicherheit implementiere und mehr investiere, wo ich eh schon ein relativ hohes Niveau habe, im Vergleich zu anderen Systemen zum Beispiel oder im Vergleich zu den anderen Systemkomponenten, sondern dass ich dort gezielt investiere und dort die Sicherheit erhöhe, wo das Sicherheitsniveau derzeit eben niedrig ist. Der zweite Punkt, der dafür spricht, ist das Pareto-Prinzip, ja, weil auch in der Sicherheit gilt das 1:1. Ich habe das versucht hier darzustellen, wenn man sich jetzt den Aufwand
anschaut, den man braucht, um die Sicherheit um ein gewisses Delta zu erhöhen und das Sicherheitsniveau, wo man schon ist, mit einem System, mit einer Komponente, dann ist ungefähr diese Kurve, also die ist jetzt nicht mathematisch hinterlegt, bewiesen sozusagen, aber so in etwa schaut die so aus. Das heißt, am Anfang kann ich mit relativ wenig Aufwand oder mit demselben Aufwand eine relativ große Erhöhung der Sicherheit erreichen, aber je sicherer ein System ist, desto mehr Aufwand muss ich treiben, um noch ein bisschen mehr Sicherheit zu erreichen. Ja, deswegen muss man sich auch bewusst sein. Das heißt, es ist, ich sage mal, relativ einfach, halbwegs sichere Systeme zu kriegen, aber es ist relativ aufwendig, wirklich sehr sichere Systeme zu kriegen. Ein wichtiger Punkt da ist eben die Attack Surface auch nochmal. Gerade wenn ich jetzt von Linux-Systemen oder von aus dem Netzwerk erreichbaren Systemen, Cloud-Systemen rede, die besteht typischerweise immer aus allen über das Netzwerk erreichbaren Funktionen. Das heißt, sehr einfacher Merksatz, immer beim Absichern, wenn ich es schaffe, die aus dem Netzwerk erreichbaren Ports oder Services zu reduzieren, reduziere ich damit automatisch die Angriffsfläche. Auch das klingt vielleicht banal, ja, in der Praxis aber leider trotzdem eines der essentiellen Themen, die man immer wieder findet und die man immer wieder hat. Ja, ja, ist schon klar. Ja. Also die nach außen sichtbar sein müssen, also die Frage war, oder der Kommentar war es ja in dem Fall, ich muss irgendwie noch Geld verdienen. Ja. Das heißt, natürlich muss ich die Dinge nach außen publizieren, die ich brauche, um meine Dienstleistungen zu erfüllen, keine Frage. Nur in der Praxis ist es leider so, dass man auch viele andere Dinge findet auf Systemen, die im Internet oder aus dem Internet erreichbar sind oder aus öffentlichen Netzen, aus DMZ-Netzen erreichbar sind, die nicht notwendig sind, sondern die eigentlich eh nur intern verwendet werden, aber trotzdem, weil es halt jemand vergessen hat, weil beim Test einmal der Firewall abgedreht wurde, Portbinding geändert wurde oder so, das ist eben der Punkt, worauf ich hinaus will. Ja. Dann möchte ich kurz auf ein paar Prinzipien eingehen, eben um das Ganze vom systematischen Ansatz her ein bisschen zu beleuchten, was kann ich jetzt machen, um meine Systeme abzusichern. Da gibt es ein paar so Security by Design Prinzipien, nennt sich das eben. Das erste und sicher eines der wichtigsten und vielleicht auch bekanntesten ist Defense in Depth. Das heißt, ich muss mehrere Schichten von Abwehrmaßnahmen setzen oder sollte, nicht alles auf ein Pferd setzen. Und auch insbesondere eine Diversifikation in den Strategien verwenden. Ja. Vor ein paar Jahren hat man mal gesagt, ich soll die Firewall, die außerhalb der DMZ steht und die dann zwischen DMZ und internem System steht, das sollen nicht zwei Firewalls des gleichen Herstellers sein. Das wäre ein Beispiel für so eine Defense-in-Depth-Strategie. Inzwischen sind typischerweise Stateful Firewalls so gut, dass man darauf verzichten kann oder dass die Wahrscheinlichkeit, dass man das ein Bug in der Firewall gibt, so gering ist, dass sich das wahrscheinlich nicht mehr auszahlt. Aber vom Prinzip her geht es darum, dass ich halt sage, wenn ein Angreifer eine Hürde überwindet, dann gibt es eine weitere Hürde, bis er dorthin kommt, wo er eigentlich hin will. Beispiel jetzt wiederum von der Linux-Seite oder von der technischen Seite, aktivierte Protokolle. Ja, ich sollte nur das aktivieren, was auch benutzt wird, weil damit gebe ich dem Angreifer einfach weniger im ersten Schritt schon mal weniger Angriffspunkte, Angriffsmöglichkeiten. Wenn ein Service nur über IPv4 erreichen kann, dann hat er eben nur eine Möglichkeit, auf den Service zuzugreifen. Ja. Dann eben die nächste Stufe, das Binding der Services auf die Interfaces. Eben, Beispiel habe ich schon vorher kurz erwähnt, ein MySQL muss nur auf Localhost gebunden sein, das braucht nicht aus dem Internet verfügbar sein, typischerweise. Oder wenn es halt nicht von einem Rechner auf dem Service, auf demselben also von einem Service auf demselben Rechner verwendet wird, dann muss es halt nur auf einem internen Interface gebunden sein, aber nicht auf dem Public Interface. Ja. Das wäre der zweite Schritt. Der dritte Schritt, eine lokale Firewall. Wenn ich das Binding jetzt korrekt mache, bringt mir die lokale Firewall nichts, kann man sagen. Ja, das stimmt in der Theorie. In der Praxis ist es so, es bietet mir einfach einen zusätzlichen Schutz vor Fehlkonfigurationen. Wie es halt so ist, ein Rechner wird ja nicht einmal aufgesetzt und läuft dann, oder auch, ja, aber es ändern sich ja Dinge, es werden Dinge neu dazu installiert, es werden Konfigurationen geändert, es treten Fehler auf und müssen behoben werden und da werden halt dann Dinge umkonfiguriert. Wenn ich jetzt eine lokale Firewall habe, die zum Beispiel den Zugriff auf die MySQL-Ports von extern unterbindet, dann habe ich auch bei einer Fehlkonfiguration eine zusätzliche Schutzschicht eingezogen und nur weil jetzt eben der MySQL-Service selber auf alle Interfaces gebunden ist oder auch von extern erreichbar wäre, blockiert man die Firewall dann den Zugriff drauf. Eben, Beispiel habe ich schon erwähnt, ein klassisches Beispiel ist beim Debugging oder bei der Inbetriebnahme. Es hat sich zwar jemand ein super Sicherheitskonzept überlegt, das auch implementiert, alles eingeschränkt, alles konfiguriert, aber
man setzt das System auf, man startet das Ganze und es funktioniert nicht. Ja. Was mache ich? Erster Schritt ist einmal Firewall abdrehen, alle Services aufdrehen, ja, weil man muss einen Fehler suchen. Klar, aber das Problem ist genau, dann funktioniert und dann sind alle glücklich, weil Deadline, Projekt-Deadline ist gehalten, das System läuft, wir liefern das aus. Ja. Dann geht es aber darum, eben zu schauen, was habe ich jetzt eigentlich an Sicherheitsfeatures deaktiviert und wie komme ich wieder dorthin zu dem originalen Zustand, geplanten Zustand in dem Fall, dass ich eben die Sicherheitsmechanismen auch wiederum so aktiviert habe. Zweites Thema, Security Weakest Link. Angreifer wählen meist den einfachsten Weg, das heißt, das habe ich auch schon vorher kurz erwähnt, Systemelemente, die schon gute Sicherheitsmechanismen haben, die noch weiter zu sichern, bringt man nichts in Bezug auf die Gesamtsicherheit des Systems. Deswegen eben essentiell dieses Risikomanagement und eine Bedrohungsanalyse zu machen und nicht einfach drauf los zu arbeiten. Drittes Thema, Least Privilege. Für jede Aktivität nur die Berechtigungen vorsehen, die absolut notwendig sind. Klassisches Thema, vor vielen Jahren hat man gesagt, im Windows-Bereich, inzwischen ist es eigentlich eher ein Thema auf Linux-Systemen, ja, weil dort halt der Root noch immer relativ viel darf und viele Systeme als Root laufen. Der Einsatz von feingranularen Systemen wie MSE-Linux oder App-Armor mitunter schwierig ist, wenn ich es nicht in großen Umgebungen systematisch machen kann und deswegen nicht gemacht wird. Und dann habe ich aber trotzdem eben gerade auf Server-Systemen sehr viel, das mit eigentlich unnötig hohen Privilegien läuft. Deswegen wichtig auch hier zu schauen, dass ich für Dienste eben möglichst nur die Privilegien vorsehe, die sie unbedingt brauchen. Dann der nächste Punkt, Open Design. Open Design sagt, ich sollte keine Security by Obscurity implementieren, das heißt mich nicht darauf verlassen, dass nur weil jemand nicht weiß, wie mein System funktioniert, es deswegen sicher ist. Bei Verschlüsselungssystemen nennt man das Kerckhoff-Prinzip, das heißt die Sicherheit eines Verschlüsselungssystems darf nicht darauf basieren, dass der Angreifer den Algorithmus nicht kennt, sondern muss sich allein darauf verlassen, dass der Angreifer den Schlüssel nicht kennt. Ja, also auch wenn der Angreifer den kompletten Algorithmus kennt, solange er den Schlüssel nicht hat, kann er das nicht entschlüsseln, das wäre das Kerckhoff-Prinzip und dasselbe gilt prinzipiell für IT-Systeme, das heißt, auch wenn der Angreifer vollständiges Wissen über den Aufbau einer Infrastruktur hat, dann sollte das System so sicher sein, dass er trotzdem nicht oder sich schwer tut, das System angreifen kann. Das heißt, das ist das grundsätzliche Designprinzip, was da aber oft missverstanden wird, ist, das heißt nicht, dass ich jetzt den kompletten Systemaufbau meiner Systeme im Internet publizieren muss, für jeden lesbar. Ja? Weil natürlich ist es so, dass wenn ich die Struktur meiner Systeme verschleiern kann und es einem Angreifer schwerer macht, Informationen zu finden, dass das einem Angreifer es schwerer macht, auch das System anzugreifen. Ja? Das heißt, es kann natürlich eine zusätzliche Schutzschicht darstellen, dass ich meine Systeme möglichst so aufbaue, dass es schwierig ist, die anzugreifen oder die interne Struktur festzustellen, aber man sollte sich oder darf sich eben nicht darauf verlassen. Dann haben wir das Prinzip Compartmentalization, schwieriges Wort, das heißt, es geht darum, ein System in verschiedene abgeschottete Bereiche aufzuteilen. Mit der Idee, dass ein Sicherheitsproblem in einem dieser Bereiche nicht zwangsläufig auch zum Zusammenbruch der Sicherheit des gesamten Systems führt. Was ich damit erreichen will, ist, dass ich erfolgreiche Angriffe halt auf einen kleinen Bereich beschränke, logischerweise. Das heißt, wenn ich wiederum Linux hernehme, Jails oder solche Systeme einsetze oder jetzt Container in der aktuellen Diktion oder in der aktuellen Zeit, um eben meinen Angriff möglichst auf einen kleinen Bereich beschränkt zu bleiben, damit ich dann wiederum die Chance habe, den Angriff zu erkennen und darauf reagieren zu können. Da sind wir gleich beim nächsten Thema, Prevention, Detection, Reaction. Kein Sicherheitssystem ist perfekt. Das heißt, wenn ich einen erfolgreichen Angriff nicht verhindern kann, dann sollte ich zumindest die Möglichkeit haben, den zu erkennen und dann rechtzeitig reagieren zu können. Ja. Damit ich eben dann zumindest noch Maßnahmen treffen kann, um das System abzusichern oder im schlimmsten Fall das System vom Netz zu nehmen. Und dazu ist es wichtig, möglichst gut nachvollziehen zu können, was auf dem System passiert. Ja, Logging ist vorher schon angesprochen worden, ist ein essentielles Hilfsmittel für dieses Thema, für diesen Zweck. Wenn wir jetzt diese Phasen durchgehen und uns anschauen, was kann ich jetzt auf einem Linux-System da machen, um die Sicherheit zu erhöhen, dann ist die erste Phase eben dieses Intelligence Gathering. Also was kann ich jetzt machen, um es am Angreifer schwer zu machen, Informationen zu kriegen?
Static-Service im lokalen im Netzwerk, haben wir schon gesagt, Services abdrehen, Ports mit einer lokalen Firewall sperren, Ports unter Umständen auf andere Services auf andere Ports legen als der Default-Port. Ja, wenn ich einen Webserver anbiete mit einer öffentlichen Website, dann wird der wohl unter Port 80 erreichbar sein müssen, weil sonst würden sich die Leute schwer tun, den zu finden. Aber zum Beispiel ein SSH-Zugang, der zur Administration verwendet wird, ist eigentlich nicht einzusehen, warum der auf Port 22 laufen muss. Dann die Banner abdrehen, eben bei allen Services, SSH, Apache und so weiter, müssen die nicht unbedingt die Versionsnummern und inklusive aller Patch-Level, inklusive aller aktivierten Module nach außen in die Welt schreien, sozusagen, damit da jeder gleich recherchieren kann, was gibt es da für bekannte Schwachstellen. Und das nächste ist auch nicht unnötig, Dateien öffentlich verfügbar machen, zum Beispiel Konfigurationsdateien. Gerade im Webbereich ist das ein großes Problem, dass halt Konfigurationsdateien typischerweise auch irgendwo in den Verzeichnissen liegen, wo das Webservice liegt. Ja. So der Klassiker ist, ein WordPress, Typo 3 oder sonstiges, so ein Content-Management-System, hat seine Konfigurationsdatei, das ist ja normalerweise eben auch eine PHP-Datei. Das heißt, normalerweise ist es so, dass ich, wenn ich über den Webserver darauf zugreife, über den Apache, dass ich die natürlich nicht herunterladen kann, sondern dass die halt ausgeführt wird und die dann eh so abgesichert ist, dass ich den Inhalt nicht lesen kann. Aber was halt ja typischerweise passiert ist, ich ändere die Konfigurationsdatei und speichere die ab und vorher mache ich eine Sicherheitskopie von der alten Datei, das heißt, es gibt dann eine config.php.bug und die ist schon wiederum nicht so konfiguriert typischerweise beim Apache, dass sie ausgeführt wird, sondern es ist eine normale Textdatei, die ich herunterladen kann. Und nachdem sich in Konfigurationsdateien ja typischerweise nicht von einem aufs andere Mal alles ändert, sondern nur Kleinigkeiten, reicht mir als Angreifer auch die Bug-Version, also die alte Version dieser Config-Datei, damit ich bis hin zum Datenbankpasswort interessante Informationen kriege. Dann keine detaillierten Fehlermeldungen anzeigen, ja, gilt das Gleiche. Wenn ich in der Fehlermeldung dann die genauen Pfade drin habe, wo der Fehler passiert ist, wo meine Dateien liegen und so, dann bringt das am Angreifer natürlich auch sehr viel Wissen über das System. Und eben das Verschleiern von Zugängen, das mit den anderen Ports habe ich schon gesagt. Also prinzipiell alles, was Management ist, wenn es unbedingt auf dem Internet-Interface erreichbar sein muss, weil ich halt aus dem Internet auch darauf zugreifen will, dann sollte ich zumindest andere Ports verwenden. Oder eventuell sowas wie Port-Knocking verwenden, das heißt, dass der Dienst auf dem Port nicht für alle verfügbar ist, sondern dass ich erst über den Zugriff auf andere Ports, über irgendwelche anderen Mechanismen, dieses Service auf dem Port freischalte, sozusagen. Da habe ich ein Beispiel nachher noch da dabei. Dann das nächste Thema, Firewall ist auch oft die Diskussion, habe ich schon oft mit Systemadministratoren diskutiert, wozu brauche ich auf Linux eine Firewall, das ist eh so sicher, ja, da brauche ich keine Firewall. Ja. Habe es vorher eh schon das Beispiel erwähnt, natürlich, ja, auch unter Linux gibt es Systemadministratoren, die vergessen, einen Port abzudrehen und der aus dem Internet erreichbar machen. Das heißt, und auf der anderen Seite ist es so, es gibt unter Linux schon relativ einfache Mechanismen, ein Beispiel habe ich hier eben aufgeführt, wie ich mit ein paar Kommandos auch eine Firewall installieren und aktivieren kann. Also ich muss mich nicht mit IP-Tables regeln im Detail herumschlagen und kann trotzdem sinnvoll eine Firewall verwenden. Wichtig bei einer Firewall ist natürlich auch immer das Logging und das Auswerten der Logs. Ja, also gerade in größeren Umgebungen, wenn ich OpenStack oder so habe, kann ich da durch das Auswerten der Logs Angriffe relativ gut erkennen, wenn da plötzlich Verbindungen herumlaufen, die eigentlich so nicht gedacht sind, aber ich muss es halt auch machen. Ja. Dann kann ich zum Beispiel Lynx verwenden, jetzt wiederum unter Linux, das heißt Audit-Tool, mit dem ich verschiedene Einstellungen unter Linux checken kann in Bezug auf die Sicherheit, auch mit ein paar Kommandozeilenparametern erledigt. Und dadurch auch wiederum hier meine Angriffsfläche reduzieren. Also was Linux macht, ist, es hat, weiß ich, wer das kennt? Ja, okay. Es ist im Prinzip ein Skript, das halt viele Einstellungen, die auf Linux-Systemen möglich sind, in Bezug auf die Sicherheit überprüft. Ja, und mir dann sagt, bitte eben zum Beispiel diesen Banner abdrehen oder hier diese Konfigurationsdatei erlaubt, dann jeden Cronjobs anzulegen oder solche Dinge. Ja, also. Dann Banner abdrehen haben wir schon gehabt. Ich habe hier auch immer wieder die praktischen Beispiele drin, weil die Vorlesung ist auch als Workshop angedacht oder gibt es auch als Workshop sozusagen, wo wir das dann ausprobieren.
Also bei SSH den Banner abdrehen, bei Apache den Banner abdrehen, bei Postfix den Banner abdrehen, also hier die Kommandos dazu. Dann auch wichtig, eben eine Default-Deny-Regel, zum Beispiel im Apache, damit ich eben auch, wenn durch andere Konfigurationseinstellungen oder durch andere Dinge, Hyperlinks, was auch immer, möglicherweise dann Dateien verfügbar werden, so eine Default-Deny-Regel einmal habe. Auch beim Apache genauso wie bei einer Firewall. Ja. PHP-Konfiguration, auch da die Einstellungen möglichst abdrehen, ja, alles abdrehen, was nicht notwendig ist, also ich brauche nicht die Versionsnummer anzeigen, ich brauche nicht Fehlermeldungen anzeigen, wenn meine Applikation das nicht unbedingt braucht, es gibt welche, die es halt brauchen, ja, aber dann muss ich dem PHP nicht erlauben, dass es aus dem Internet PHP-Skript nachlädt für meine Applikation, ich kann alle Systemfunktionen abdrehen, die ich nicht brauche. Das ist halt natürlich eine Tuning-Sache, ja, also hier eben als Beispiel angeführt so ziemlich alles, was irgendwie böse sein kann, aber typischerweise braucht die eine oder andere Web-Applikation natürlich eine oder andere von diesen Funktionen. Die muss ich halt dann aktivieren, aber auch wiederum das Argument zählt hier nicht, dass ich sage, ja, nur weil eine Web-Applikation mein Content-Management-System halt eine aus diesen Funktionen braucht, muss ich alle aufdrehen, ja? Weil der Angreifer halt dann zumindest herausfinden muss, welche ist da aktiviert und nur die verwenden kann und das wiederum den Aufwand erhöht und das wiederum mir die Möglichkeit gibt, ihn möglicherweise rechtzeitig zu erkennen. Dann das Portknocking, habe ich vorher schon kurz erwähnt, ja. Ist eine sehr elegante Methode, um insbesondere im Webbereich, also umgelegt jetzt Portknocking auf Web-Applikationen, im Webbereich Applikationen, Applikationsteile, also Admin-Interfaces klassischerweise, nicht der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen, sondern eben nur denen, die wissen, wie sie drauf kommen. Hier als Beispiel mit 4 Zeilen in der Apache-Config. Verschiedene Web-Applikationen, WordPress ist hier das Beispiel, die unterstützen das inzwischen auch von sich aus, dass ich das umbenennen kann, aber sehr oft, gerade auch bei selbstgeschriebenen Applikationen oder nicht so großen Applikationen, ist es so, dass halt die URL, unter der ein Admin-Interface erreichbar ist, fix ist und dann kann ich mit dieser Methode trotzdem erreichen, dass nicht jeder darauf zugreifen kann. Also was das hier macht, ist einfach auf Serverseite diese URL-Teil, also das WP-Admin zum Beispiel, einmal grundsätzlich für alle zu verbieten und ich erlaube das nur dann, wenn ein bestimmtes Cookie gesetzt ist und das Cookie wird dann gesetzt, wenn ich einen anderen Pfad anspreche. Ja, also das ist eben das klassische Portknocking. Ich gehe zuerst auf eine Seite und durch das Ansprechen dieser einen Stelle, ob das jetzt ein Port ist oder in dem Fall ein URL, wird mir auf einer anderen Seite ein Service freigeschaltet. Zweite Phase. Anti-Exploitation, das heißt, wenn jetzt ein Angreifer Schwachstellen gefunden hat auf meinem System, dann will ich es ihm schwer machen, diese Schwachstellen ausnutzen zu können. Da ist es wichtig, Security beginnt bei der Installation, das heißt, minimales Setup auf allen Systemen, das gilt insbesondere für Serversysteme. Es gibt eigentlich relativ wenig Gründe, warum auf dem Serversystem ein Compiler installiert sein muss, ja, außer dass ich dem Angreifer halt erlauben will, seine Exploits zu kompilieren, aber für den Betrieb sollte das eigentlich nicht notwendig sein, ja, ich sollte halt dort immer nur binäre Pakete installieren. Dann Updates, regelmäßiges Einspielen aktueller Updates ist eines der wichtigsten Dinge, um Systeme sicher zu haben, gerade wenn es um öffentlich verfügbare Applikationen geht. Da ist es so, dass die Zeit immer schwieriger wird, ja, wer das verfolgt hat, Drupal hat jetzt wieder eine kritische Schwachstelle, aber vor 2 Jahren gab es eine relativ kritische SQL-Injection-Schwachstelle im Drupal. Also Drupal ist so ein PHP-Content-Management-System und da war es so, dass die Schwachstelle oder bekannt wurde, dass es diese Schwachstelle gibt, weil von Drupal ein Update veröffentlicht wurde, ein Patch veröffentlicht wurde und am nächsten Tag haben die gesagt, wenn du nicht innerhalb von 7 Stunden, nachdem dieses Update veröffentlicht wurde, deinen Server abgedatet hast, dann musst du davon ausgehen, dass er kompromittiert ist, ja, weil einfach bei solchen Systemen, die halt breitflächig im Internet verfügbar sind, wenn da solche kritischen Schwachstellen bekannt werden, dann springen sofort Leute auf diesen Zug auf und scannen großflächig alle aus dem Internet erreichbaren Server, ob sie diese Schwachstelle haben und wenn sie sie haben, nutzen sie sie aus. Ja, das heißt, regelmäßiges Einspielen von Updates ist wichtig und insbesondere auch immer mehr ein kurzfristiges Einspielen von Updates. Das ist natürlich wieder eine Risikoüberlegung, ja, das heißt, wie schnell kann ich ein Update testen und es dann einspielen, um sicher sein, dass mir das Update nicht mehr zusammenhaut. Aber das muss man eben schon bei der
beim Setup der Systeme einplanen. Ja, früher hat man gesagt, ich brauche ein Testsystem, damit ich halt das testen kann. Inzwischen ist es genauso wichtig, auch ein Testsystem zu haben, damit ich eben schnell Updates testen kann zum Beispiel. Dann Security Updates für alle Applikationen zu machen. Ja. Auch da ist es so, Linux ist da sehr einfach, ja, weil ja Debian oder Red Hat, egal, ja, ich habe einen Paketmanager, das heißt, ich kann da schnell mit einem Befehl schauen, was ist alles nicht mehr aktuell und kann das updaten mit ein paar Befehlen oder sogar automatisiert über irgendwelche Management-Systeme. Was da oft vergessen wird, ist, es gibt halt dann doch den einen oder anderen Server, wo irgendwelche Dinge drauf sind, die nicht über das Paketmanagement reingekommen sind. Ja, ob das jetzt eine Web-Applikation ist, die in irgendeinem Verzeichnis händisch installiert wurde, oder irgendeine Applikation, die halt in der Version, in der ich sie gebraucht habe, nicht im Paketmanager drin war und deswegen hat jemand händisch installiert und dann beim Update wird es aber vergessen. Das heißt, wichtig, auch das hier einzuplanen, wenn ich wirklich die Notwendigkeit habe, solche Applikationen nicht über das Paketmanagement zu verwalten und zu installieren, dann muss ich das auch berücksichtigen bei den Updates. Und möglicherweise die Applikationen auch danach auswählen. Ja? Also das ist halt auch ein Punkt, den man gerade bei neuen Systemen nicht vergessen sollte oder immer mehr berücksichtigen sollte, dass ich durchaus auch die Entscheidung, eine gewisse Applikation zu nutzen oder nicht zu nutzen, davon abhängig machen sollte oder zumindest das in die Entscheidung einfließen lassen sollte, wie gut die in Bezug auf Updates unterstützt sind. Ja. Im Betriebssystem gibt es natürlich einige Mechanismen, um hier die Attack Surface zu verringern. Hier Beispiel Konfigurationsdatei für den TCP-IP-Stack, der es eben einen Angreifer schwieriger macht, da gefälschte Pakete zu schicken. Dann OpenSSH, auch ein ganz wichtiges Thema, weil typischerweise der zentrale administrative Zugang. Das heißt, auch da sollte ich mir die Standard-Konfigurationsdatei ein bisschen zu Gemüte führen und die eben anpassen. Das beginnt damit, dass ich eben die Protokollversion einschränke. Das sollte eher No-Brainer sein und inzwischen bei den meisten Distributionen auch standardmäßig eingestellt, aber trotzdem findet man auch SSH-Protokoll Version 1 noch immer des Öfteren. Dann eben den Port, habe ich schon gesagt, auf einen anderen Port legen, Passwort-Login abdrehen, idealerweise auch das ein wichtiger Punkt, allow users, ja, wenn ich eben so also klassisches Service-System habe, dann gibt es da maximal 2-3 User, die sich typischerweise bei SSH mit dem System verbinden, also gibt es eigentlich keinen Grund, warum SSH für alle aufgedreht sein muss. Ja, ja und, dem, dann, und hier genauso Authentifizierungsmechanismen werden immer wieder auch in OpenSSH oder in den SSH-Servern Schwachstellen bekannt. Oft beziehen sich die dann auf einen bestimmten Authentifizierungsmechanismus, zum Beispiel gab es da bei RSA jetzt einmal eine Schwachstelle bei RSA Authentication im OpenSSH. Wenn ich das abgedreht habe, weil ich es nicht verwende, was nicht sehr viele tun, dann brauche ich mir auch keine Sorgen darüber machen, dass diese Schwachstelle jetzt irgendwie für mich ein Problem darstellt. MySQL bietet inzwischen ja auch ein Skript, um die Installation abzusichern, aber auch das dient genau dazu, die Angriffsfläche zu reduzieren. Ja, anonyme User werden entfernt, Remote-Login wird deaktiviert. Normalfall ist das nicht notwendig. Testdatenbanken werden gelöscht, das heißt, Angreifer hat da keine Testdatenbank mehr, die er auch verwenden kann, um Dinge auszuprobieren oder sich zu spielen. Dann ein ganz wichtiges Werkzeug, um reaktive Mechanismen automatisiert zu implementieren, Fail-to-Ban. Wer kennt das? Ah, doch, einige, super, dann brauche ich da nicht viel erzählen. Also, automatisches Blockieren von Angriffen nach gewissen Fehlversuchen, gerade bei Logins ist das halt ein sehr gutes Werkzeug. Genau, also grundsätzlich ist es ja so, FTP ist halt sowieso ein Thema mit Klartext-Passwörtern, ja, aber alles, wo Passwörter eingegeben werden, da habe ich ja das Problem eben Brute-Force-Angriffe, das heißt, wenn jemand Passwörter durchprobiert, das ist ja auch der Punkt, weiß nicht, wer sich das schon mal überlegt hat, ja, wenn wir hier über Passwörter diskutieren und im IT-Bereich, dann ist ja immer das große Thema Passwörter natürlich, ja, und dann heißt es immer, ja, ich brauche ein Passwort mindestens 14 Zeichen, 20 Zeichen, demnächst werden wir bei 50 Zeichen sein, weil halt die Rechenleistung der Brute Force Cracker immer mehr steigt. Ja. Die Frage ist, wie das für uns Menschen verdaubar ist, aber auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel eine Bankomatkarte, die hat einen vierstelligen numerischen Code, ja, und das gilt auch als sicher. Warum ist das so?
Genau aus dem Grund, ja, weil die ein Fail-to-Pay implementiert haben. Ich kann bei einer Bankomatkarte den Code genau dreimal eingeben. Das heißt, auch wenn ich 9.999 Möglichkeiten habe, nach drei ist Schluss. Deswegen kann ich auch eine relativ kleine Menge an möglichen Passwörtern relativ sicher verwenden. Ja. Und das ist hier das gleiche Prinzip. Das heißt, ich gebe einem Angreifer einfach weniger Möglichkeiten, einen Brute-Force-Angriff auf meine Passwörter durchzuführen und kann dadurch eben die Sicherheit wieder erhöhen. Ja. Oder umgekehrt muss ich nicht so lange Passwörter verwenden. Also auch hier wieder, ich kann es zwei Seiten verwenden. Ja. Ich kann sagen, da muss ich nicht so lange Passwörter verwenden, aber natürlich sinnvollerweise heißt das für mich, ich habe wiederum Defense-in-Depth-Strategie. Das heißt, wenn ich das gleich lange Passwort verwende, kann ich hier das Risiko reduzieren, dass ein passwortbasierter Angriff erfolgreich ist. Auch hier ein Beispiel für MediaWiki-Logins. Also das ist hier der Punkt, das auch zu nutzen. Ja, Fail-to-Ban für FTP, für SSH und so ist ja eigentlich kein Problem, weil das eh schon meistens mitgeliefert wird. Da brauche ich nur irgendeine Konfiguration, die mitgeliefert wird, auszukommentieren und dann funktioniert das. Wichtig ist aber, dass ich das auch breitflächig durchführe. Ja, auch hier wiederum Secure the Weakest Link. Ja, also Beispiel hier MediaWiki, wenn ich ein System habe und eine gemeinsame Userverwaltung per LDAP oder wie auch immer und ich kann mit demselben User mich sowohl beim FTP-Server als auch bei meinem MediaWiki anmelden, dann bringt mir Fail-to-Ban auf dem FTP-Server relativ wenig, wenn ich trotzdem alle Passwörter über MediaWiki zum Beispiel ausprobieren kann. Ja, also das auch nicht zu vergessen, ist auch immer oft ein Thema, ja, dass ich habe, also auch bei großen Firmen, Facebook hatte mal das Problem, dass sie zwar Brute-Force-Angriffe auf das Facebook-Passwort unterbunden haben, aber die Beta-Version von Facebook hat das nicht gemacht. Ja. Das heißt, dort konnte man alle durchprobieren. Haben dann auch Leute gemacht. Also und deswegen wichtig, wenn ich solche Mechanismen verwende, muss ich die halt wirklich durchgängig verwenden. Gut, dann Mode Security, ein Apache-Modul, sogenannte Web Application Firewall, also die kann man jetzt davor schalten mit einem eigenen System, aber kann man insbesondere auch auf einem System direkt verwenden. Auch wiederum gleiches Prinzip, Defense in Depth. Wenn meine Applikation sicher ist und nicht anfällig ist gegen SQL Injection und gegen alle möglichen Cross-Site-Request-Forgery und solche Dinge, dann brauche ich das eigentlich nicht. Aber da halt die wenigsten Applikationen erstens einmal wirklich hundertprozentig sicher sind und zweitens ich eine zusätzliche Sicherheitsschicht davor schalten will, ist das ein sehr nützliches Tool, weil ich auch wiederum schon davor, also vor meiner eigentlichen Applikation, gängige Angriffe abfangen kann. Und wo das auch sehr nützlich ist, jetzt wiederum in diesem Prevent-Detect-React-Zyklus, wenn Sicherheitslücken bekannt werden, dann habe ich hier ein einfaches Werkzeug, um schon vorher bekannte Exploits abzufangen, ohne dass ich groß meine Applikation ändern muss. Ja? Also Beispiel, wenn ich eben ein MediaWiki, ein Drupal habe und es wird da eine Schwachstelle bekannt und ich kann aber nicht upgraden, weil ich halt die neue Version nicht erst testen muss oder da halt meine eigenen Erweiterungen damit nicht kompatibel sind oder das halt eine gewisse Zeit dauert, dann kann ich zumindest, wenn ich diese Infrastruktur mit Mode Security oder mit einer WAF davor schon in place habe, dann kann ich dort einmal eine Regel schalten und diesen spezifischen Angriff oder diesen Pfad oder wie auch immer heute halt der Angriff vonstatten geht, den einmal blockieren, ja, und damit einmal das Risiko aus dem Angriff herausnehmen, aus diesen, insbesondere aus diesen breitflächigen Angriffen. Ja, es ist ja typischerweise so, gerade bei solchen Web-Applikationen wird der Angriff bekannt. Dann gibt es einen Exploit, der meistens auch relativ schnell bekannt wird und dann werden großflächig die Server abgegrast nach diesen Exploits. Ja, das ist aber immer dasselbe Muster, das heißt, das kann ich auch relativ einfach blockieren. Ja, auch wenn möglicherweise jetzt die Ursache nicht behoben ist, aber ich kann mich zumindest einmal vor den einfachen großflächigen Exploits schützen. Ja, da auch angeben für Linux eben, also Default Ruleset, wie ich das aktiviere. Wie gesagt, das wäre dann für den Praxisteil. Dann PHP, auch hier Angriffsfläche reduzieren. Ich muss PHP nicht für meinen ganzen Server aktiviert haben, sondern nur für das eine Verzeichnis, wo ich auch wirklich PHP drin habe. Ich kann eben Restriktionen im PHP nutzen, so wie das OpenBSTIR oder Upload, solche Dinge, Post, Max-Size, also einfach um meinen Server auch zum Beispiel gegen Denial-of-Service-Angriffe ein bisschen weniger anfällig zu machen, damit halt einzelne Requests da keinen großen Schaden anrichten können. Und dann gibt es für PHP das Suhosin-Modul, das ist so ein bisschen eine kontroversielle Geschichte, manchmal funktioniert es besser, manchmal weniger über die Zeit, ja. Aber nach wie vor
ist es ein wichtiges Modul. Das ist sowas sehr einfach dargestellt, sowas wie Mode Security, aber auf PHP-Basis. Ja. Das heißt, auch da werden zusätzliche Härtungsmechanismen in der PHP-Engine eingeführt und einige Angriffsmuster oder typische Angriffsmuster automatisch blockiert. Und auch da kann ich wiederum, wenn ich das einmal installiert habe, im Falle von Angriffen einfach angreifen, ohne eingreifen und dort zum Beispiel Funktionen blacklisten, ja, damit die eben nicht ausgeführt werden können. Das heißt, ich schaffe mir eine zusätzliche Schicht, in der ich dann, wenn Angriffe passieren, ohne meine eigentliche Applikation angreifen zu müssen oder verändern zu müssen, diese Angriffe blockieren kann. Dritte Phase, Privilege Escalation. Wenn jetzt der Angreifer am System ist und er seine Rechte ausweiten will, wie kann ich ihm da die Arbeit erschweren? Im Betriebssystem selber wiederum nicht als Root anmelden. Ja. Wenn ich alles als Root mache, dann braucht der Angreifer auch nur irgendwo einen Anhaltspunkt finden, um sich dort einzuklinken. Und beim nächsten Mal, wenn ich wieder als Root drin bin, kann er halt die Session übernehmen zum Beispiel. Ja. Das heißt, hier dieses Sudo-Konzept von Ubuntu macht schon durchaus Sinn. Das kann man auch auf anderen Systemen implementieren, auf anderen Linux-Distributionen. Das heißt, unterschiedliche User für unterschiedliche Tasks. Hier ein Beispiel, ja. Ich kann ja über diese Gruppenzuordnung, wenn ich den User in die Gruppe ADM und Sudo gebe zum Beispiel, dann kann der gewisse Dinge machen, kann sich Logfiles anschauen zum Beispiel oder kann relativ viel auch an Systemadministration machen. Und es ist aber trotzdem kein Prozess mit der UID 0. Dann, das auch ein sehr wichtiger Punkt jetzt für das Lateral Movement. Ich muss einem Angreifer, der mal auf mein System kommt, nicht unbedingt alle Befehle, die ich in den letzten 3 Jahren auf dem System ausgeführt habe, inklusive aller Parameter, vielleicht sogar Passwörter auf der Kommandozeile und so weiter, in der Bash History frei ausliefern, ja, also die History Size einzuschränken. Genauso ein SU. Wenn ich diesen Mechanismus verwende, dann ist der Default halt für alle aufgedreht. Auch das kann man wiederum einschränken, das heißt, nur die User, die auch wirklich SU brauchen, dürfen SU ausführen. Also hier kann ich an verschiedenen Stellen es dem Angreifer wiederum schwerer machen. Das gibt es auch wiederum systematisch. Da gibt es ein Tool, das nennt sich Tiger. Wer kennt das? Okay, also das heißt eben, oder sozusagen die Erklärung ist die Unix Security Audit Intrusion Detection Tool. Ist auch wiederum eine Sammlung von Skripts, die verschiedene State-of-the-Art-Sicherheitsmechanismen automatisiert implementieren. Und das auch regelmäßig auditieren, ja, so Dinge wie ob Berechtigungen am Filesystem richtig gesetzt sind. Ja, da werden, wenn man das Paket installiert, automatisch Cronjobs gestartet, die halt dann regelmäßig prüfen und mir das mitteilen per Mail oder per Log-Eintrag, dass ich irgendwo ein World Writable Directory habe zum Beispiel. Ja. Oder das Tiger-Paket bringt dann auch weitere Pakete mit wie Tripwire, also ein File Integrity Check oder Check Rootkit oder John, also die Passwörter auf überprüfen auf vernünftige Sicherheit oder die auf die Existenz von Rootkits prüfen. Also auch wiederum ein Mechanismus, zum einen um die Sicherheit des Systems zu erhöhen, zum anderen aber auch um Änderungen am System zu erkennen. Ja, wenn ein Angreifer jetzt drauf sitzt und dann eben sich irgendwo versucht zu persistieren, also sprich sich irgendwo einzuklinken, dann ist Tiger eben ein Werkzeug, das das auch erkennt oder mir Hinweise darauf liefert, dass das möglicherweise gerade stattfindet. Bitte. Ja, die Frage war, ob man mit Tiger die Menge der Informationen, die solche Tools liefern, reduzieren kann, weil halt die Tools sehr viele Informationen darüber geben, was alles drauf ist oder nicht drauf ist und sozusagen die wichtigen Informationen schwer erkennbar sind. Ja? Also typischerweise verwendet man dafür ja sogenannte SIEM-Systeme, ja? Security Information Event Management, da gibt es auch Open Source, habe ich dann zum Schluss noch kurz erwähnt, Systeme dazu, aber das Problem da ist, es ist meistens halt sehr individuell, also es gibt da meines Wissens zumindest keine fertigen Tools, die ich einfach nehme und installiere, sondern das ist halt das Feintuning. Ja. Das heißt, in meiner Umgebung kann ich dann sagen, ich will halt auf gewisse Dinge reagieren. Ein Beispiel habe ich da noch vorher, Swatch ist da so ein Tool, wo ich halt... Ich kenne eines, das ist die Deep Logic.
Genau, LogLogic ist ein CRM-System, da gibt es, also der Kommentar war, es gibt halt Appliance, die das macht, LogLogic ist jetzt ein Hersteller, gibt es inzwischen einige, die manche schlechter sind. Wie gesagt, ich habe hier als Beispiel dann auch angeführt nachher OSIM, ist so die Open-Source-Version von AlienVault, ist auch ein CRM-System, das eben genau auch solche Regeln enthält. Also die Idee von solchen Systemen ist, dass ich dort alle meine Logdaten reinfüttere und der halt auf Basis eines Regelsets dann die Unwichtigen wegschmeißt und mir die Wichtigen alarmiert. Ja. Aber ich weiß nicht, welche Erfahrungen Ihre Erfahrungen mit LogLogic sind, die kenne ich jetzt nur vom Produkt her, aber nicht aus der Praxis. Aber mit anderen Systemen, die ich aus der Praxis kenne, ist halt das Problem, man darf den Aufwand nicht unterschätzen, um solche Systeme einzuführen. Ja. Weil auch wenn die halt schon Regeln mitliefern, aber in der Praxis muss ich die trotzdem tunen und auf meine Systemumgebung einstellen. Bei Tiger, inwieweit geht der beim Checken vom System auch noch vom Basisbetriebssystem rauf, weil wenn beim Linux oder Unix basierende Systeme, das sind sehr modular. Und da ist das manchmal schon eine philosophische Frage, ist das jetzt Teil des Betriebssystems oder ist das eine Realisation? Also, der ist jetzt nicht so, die Frage war, wie weit der im Stack raufgeht, jetzt vom Betriebssystem zu Applikationen. Ja? Also Tiger ist auch modular, das heißt, der hat eine Menge an Dingen drin, die jetzt nicht nur das Betriebssystem betreffen, sondern durchaus auch einzelne Applikationen. Also sagt man dann, Fehlkonfiguration mit Apache zum Beispiel, ja, wenn der Meinung ist, er findet da halt irgendein Problem in der Apache-Konfiguration, meldet er das auch. Aber er kennt halt nur, also es ist ein klassisches Blacklisting-Ansatz sozusagen. Das heißt, er hat eine Liste von Dingen, die er sucht und meldet, wenn er sie findet. Aber was er nicht implementiert hat zu suchen, kann er auch nicht finden. Ja. Also sozusagen vom Ansatz her kann er natürlich nur die Dinge finden, wo es auch ein Modul dazu gibt. Jetzt auch in den Applikationen. Aber der Sinn von solchen Tools wie Tiger oder Lynx aus meiner Sicht ist eben der, dass ich sagen kann, ich greife auf das Wissen von anderen zurück. Ja, Sie können natürlich alles, was Lynx macht oder was Tiger macht, auch selber machen und es ist jetzt keine Geheimwissenschaft sozusagen, weil die Tools sind ja auch im Quellcode verfügbar, aber oft hat man halt als Administrator nicht die Zeit, das alles im Detail sich zu überlegen und da sind solche Tools halt sehr praktisch, weil die drüber laufen und einem sagen, wo typische Best Practices halt nicht eingehalten wurden und wo ich mir dann anschauen muss, warum das so ist, ob das absichtlich so ist oder ob ich es einfach übersehen habe. Und die letzte Phase ist dann, Persistenz oder das Verstecken des Angreifers vorzugehen. Das heißt, ich will verhindern, dass der Angreifer sich irgendwie im System festsetzt und möglichst gut erkennen, wenn er denn auf das System kommt. Das haben wir jetzt wieder beim Logfile-Management, das heißt, die Archivierung und Rotierung von Logfiles ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich die halt nicht lösche, sondern mir aufhebe und idealerweise auch Off-Host-Log-Shipping macht. Das heißt, die Logs nicht nur auf dem Host speichere, wo ich halt mein System drauf habe, sondern auf einem anderen System. Wiederum Defense in Depth, wenn der Angreifer mal auf dem System ist, dann kann er die Log-Datei natürlich genauso ändern, weil es auch nur eine Textdatei, die auf dem System liegt. Ja, muss man vielleicht ein bisschen tricksen, weil die offen ist und so, aber prinzipiell ist natürlich die Idee, dass ich meine Spuren aus den Logfiles heraus wischen will. Wenn ich aber die Logs per Syslog zum Beispiel oder Remote Syslog halt automatisch immer auch auf ein anderes System speichere, dann muss ich als Angreifer zumindest auch noch das andere System kompromittieren, um dort die Logs löschen zu können. Ja, also das ist eigentlich ja der erste Schritt, den man mit solchen Dingen wie LogLogic oder eben OSIM oder was auch immer abdecken will, dass ich Logs auf einem anderen System habe, dort am besten auch revisionssicher, digital signiert, gehasht und so weiter, abspeichern kann, sodass ich Manipulationen an den Logs feststellen kann. Was da auch gibt, ist LogWatch. Das wäre eben auch die Idee, grundsätzlich, dass ich sage, ein Tool, das mir halt aus den vielen Logfiles regelmäßig einen Report macht und sagt, was ist da passiert. Aber auch da darf man das nicht unterschätzen, bis man das LogWatch dann auch so hinkonfiguriert hat, dass die False Positives alle raus konfiguriert sind. Aber was sich da auch in der Praxis ganz gut eigentlich bewährt hat, ist Swatch. Das ist ein kleines Tool zum Überwachen von Logfiles. Kennt das wer? Oder wer kennt das? Das dient dazu, also auch wiederum von der Idee her, man sollte das beim Setup von dem System
mit installieren und mit konfigurieren, sodass ich dann relativ schnell die Möglichkeit habe, wenn ich irgendwelche verdächtigen Patterns habe oder wenn ein neuer Angriff bekannt wird, dann kann ich da einfach so eine Konfigurationsdatei oder so einen Befehl halt einfügen und das überwachen lassen. Ja, also Swatch dient dazu, Logfiles zu überwachen und wenn ich halt einen gewissen Eintrag finde, mich dann zu benachrichtigen. Ja, wenn ich zentrale Systeme habe, so wie CIEM oder ein zentrales Logmanagement, dann kann ich das auch dort drüber machen. Swatch wäre halt was auf dem System direkt funktioniert in kleineren Umgebungen. Nein, das ist nur das Tool, das ist ein kleines Tool, das muss ich selber konfigurieren. Das heißt, da kann ich eben sagen, ich will bei einem bestimmten Eintrag, hier zum Beispiel, wenn diese Seite aufgerufen wird, ja, also das wäre ein Eintrag, wo ich sage, das ist eine Seite in meinem, ich glaube, das ist MediaWiki, ja, dann soll er mich per Mail benachrichtigen. Also das Watch hat jetzt keine Regeldatenbank mitgeliefert, wo ich sagen kann, so wie ein CIEM-System, der hat schon 3000 Regeln und die arbeitet da durch, sondern das ist eigentlich ein Tool für Incident-Response-Fälle, wo ich sage, ich habe jetzt ein System, da habe ich zum Beispiel, oder auch eine Canary-Seite, ja, da habe ich jetzt eine Seite draufgelegt, die wird im Normalbetrieb eigentlich nie aufgerufen. Das heißt, wenn die aufgerufen wird, dann hat es da was, dann hat da irgendein Scanner angeschlagen oder was auch immer. Also das muss ich manuell konfigurieren. Dann Tripwire, habe ich vorher schon kurz erwähnt, File Integrity Checker, auch ein wichtiges Tool, insbesondere in Richtung Compliance, wird oft gefordert, ja DSS und so, dass ich die Integrität meiner Dateien am System überprüfe. Also was das Tripwire macht, ist nichts anderes als also Checksummen über alle Dateien und sobald sich eine Datei ändert, schlägt es Alarm. Ja. Da ist natürlich zu berücksichtigen, solche Systeme kann man über Rootkits manipulieren. Ja. Also wenn ich ein Rootkit habe, das Konfigurationsdateien ändert und dann aber dem Tripwire die originale Datei vorspielt, dann sehe ich das nicht. Ja. Aber auch hier ist natürlich die Idee, mehrere Schutzstufen. Das heißt, wenn ich da einen Verdacht habe, dann muss ich mir das System halt näher anschauen und versuchen herauszufinden, was eigentlich das Problem ist. Also, wie der Name auch schon sagt, Tripwire, ja, es ist halt eine Stolperfalle mehr für einen Angreifer, über die er möglicherweise drüber fällt, wo ich dann die Möglichkeit habe, ihn zu erkennen oder die er halt ausschalten muss, wenn er gut arbeiten will. Gut, und dann noch weiterführend ein paar Themen, die ich hier jetzt nicht im Detail angeschnitten habe. Also Backup ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, ja, der auch nicht zu unterschätzen ist in Bezug auf Security. Gutes Backup hilft mir nicht nur, die Daten wiederherzustellen, wenn sie einmal futsch sind, insbesondere hilft es mir auch zu schauen, was hat sich geändert. Ja, also wenn eben ich den Verdacht habe, dass der Angreifer drauf sitzt, dann kann ich zwei Backup-Stände oder das Backup mit dem Original auch vergleichen und schauen, gibt es da möglicherweise manipulierte Binaries, die sich geändert haben, ja, wo ein Rootkit drin sitzt. Dann so Dinge wie SE Linux oder AppArmor, die implementieren ein Mandatory Access Control System auf dem Linux, eben um zu verhindern, dass ich die Dinge, die als Root laufen, dass die unbeschränkte Berechtigungen haben. Das wird schon langsam besser. Das heißt, die Systeme gibt es ja an sich schon seit langem. In der Theorie wollte ich schon fast sagen, also auch in der Praxis implementiert. Aber der Einsatz ist halt noch sehr rudimentär, weil es natürlich, also weil es bei SE Linux oder AppArmor so ist, ich muss für eine Applikation halt ein Profil definieren und dort genau sagen, was darf die Applikation und was darf sie nicht. Ja, und wie gesagt, das wird schon langsam besser. Inzwischen die aktuellen Distributionen, also Red Hat war der Vorreiter, liefern da auch sehr viele Profile mit für Standardapplikationen. Das heißt, ein Standard-Webserver, der jetzt nur statische Dateien ausliefert, den kann ich relativ leicht schon absichern damit. Da ist aber das Angriffspotenzial auch halt geringer. Ja. Dort, wo es halt dann in Richtung Applikationen reingeht, die auch im System ein bisschen was machen, muss ich halt den Aufwand mit einkalkulieren, um diese Systeme zu tunen und die Profile anzupassen. Oder eben dann Virtualisierung, da sind wir wieder bei der Compartmentalization, also bei der Abschottung der Systeme in einzelne Bereiche. Das geht ja jetzt nicht aus Security-Sicht, eher aus funktionaler Sicht, der Trend ja eh hin in Richtung Container-Virtualisierung, aber das kann man natürlich auch schön nutzen als zusätzliche Security-Schicht, ja, weil wenn ich halt jede Applikation, die auf meinem System läuft, in meinem eigenen Container habe, dann ist eine Kompromittierung einer einzelnen Applikation jetzt auch nicht per se schon eine Kompromittierung des gesamten Systems. Ja. Da lernen die Container auch erst schon langsam dazu, also
Docker oder so war ja ursprünglich nicht als Security-Schutz gedacht, aber inzwischen kommen die halt immer mehr auch dazu, dass sie auch diese Separierungsfunktionen in den Betriebssystemen verwenden und die Container untereinander dann auch aus Security-Sicht besser abschotten. Und schließlich, wie gesagt, SIEM haben wir schon kurz erwähnt, aber auch Host Intrusion Detection Systeme wie OSSEC spielen da eine wichtige Rolle, dass ich Veränderungen am System erkenne, um Angriffe, also Intrusions eben zu erkennen. Ja. Da gibt es eben OSSEC im Linux-Bereich als Open Source Intrusion Detection System, das man da auch sehr gut einsetzen kann und das da ganz gute Resultate liefert. Gut, damit wäre ich durch und am Ende. Gibt es noch Fragen dazu, Anmerkungen? Sonst kann ich sie wiederholen. Aber gibt es überhaupt Fragen? Anmerkungen, Wünsche, Anregungen? Test, Test. Das ist hauptsächlich so Tools vorgestellt, wo man nicht über links. Leuchtet. Ja, was leuchtet, ist die Batterie aus oder so. Okay. Das waren jetzt hauptsächlich Tools, die von bekannten Patterns leben, die sie von irgendwo her bekommen müssen. Da auch in der Systemlandschaft im Open-Source-Bereich Anomalieerkennungstools, die du empfehlen würdest? Die Frage, wie man jetzt Anomalieerkennung definiert, wir haben vorher schon kurz geredet über SIEM-Systeme, da gibt es eben das OSSIM als Open-Source-SIEM-System, also das ist im Prinzip Alienvolt, das ist der kommerzielle Hersteller, der dahinter steht und die halt eine Version von Alienvolt auch als Open-Source veröffentlichen und im Prinzip ist es aber auch dort so, ja, OSSIM ist auch nichts anderes als Log-Management-System, wo ich, also das hat halt noch mehr Funktionen, integriert auch OSSEC und andere Dinge, aber jetzt was das Log-Management betrifft, werden dort, so wie auch in allen anderen SIEM-Systemen, die Log-Files reingefüttert und dann gibt es dort Regeln, die auch wiederum auf einem definierten Regelset versuchen, Anomalien zu erkennen, ja, wo ihnen dann sagen, wenn dort was passiert in dem Log-File und zusätzlich noch der Vulnerability Scanner vorher gesagt hat, das ist eine Schwachstelle auf dem System, dann kann ich einen Alarm generieren. In Richtung Anomalieerkennung, in Richtung Machine Learning und so, ja, da gibt es zumindest meines Wissens noch nicht wirklich was und schon gar nicht was im Open Source Bereich. Da sind die Hersteller auch gerade erst dran. Ich meine, da ist jetzt auch wieder die Frage, man muss unterscheiden zwischen dem, was in der Werbung gesagt wird und dem, was dann wirklich funktioniert. Es gibt einige Hersteller, die schon werben damit, ja, dass sie halt so Machine Learning und AI integriert haben. Aber soweit ich die Systeme kenne, sind das halt trotzdem relativ klassische Systeme. Es geht aber immer mehr in die Richtung. Also IBM hat jetzt zum Beispiel angekündigt, IBM hat auch so ein SIEM-System, QRadar heißt das von denen. Und die wollen das jetzt mit Watson verbinden. Ja, ich weiß nicht, wer das kennt oder verfolgt hat. Watson ist ja diese AI-Engine von IBM, wo sie mit Machine Learning halt alles Mögliche machen, Jeopardy gewinnen und Go gewinnen und solche Dinge. Und jetzt wollen sie das eben auch einsetzen, um per Machine Learning und mit AI, künstlicher Intelligenz, Anomalien in Systemen zu erkennen. Ja. Aber das steht noch ziemlich am Anfang und Open Source mäßig gibt es da meines Wissens eigentlich überhaupt nichts. Insbesondere, weil dort ja auch das Problem ist, Open Source funktioniert dort gut, wo ich ja halt eine Community aufbauen kann, die Dinge macht, ja. Aber dort ist einfach so, da brauche ich einfach große Systeme und muss die einfach laufen lassen, um solche Modelle zu generieren. Ja. Also das ist mit Open Source halt schwierig. Das andere, was man oder die andere Möglichkeit, die es ja auch noch gäbe, außer den Patterns oder den Anomalieerkennungssystemen, dass man die verwendet, ist, dass man Tools, die man in dem Bereich einsetzen kann? Naja, es gibt, was jetzt Schwachstellen betrifft, gibt es OpenWAS, einen Schwachstellen-Scanner. Also ich habe ja hier vor allem über den Schutz gesprochen, aber wenn ich jetzt Systeme analysieren will auf Schwachstellen, kann ich OpenWAS verwenden. OpenWAS ist so wie Nessus oder andere Schwachstellen-Scanner halt ein Tool, mit dem ich ein System auf bekannte Schwachstellen überprüfen kann und das für diese Überprüfung Datenbanken wie die NVDE hernimmt
und dort Tests hat, um einzelne NVD, also jetzt nicht alle, aber einzelne bekannte Schwachstellen halt zu überprüfen. Ja? Das heißt, OpenWAS wäre da das Tool, OpenWAS. Dazu, OpenWAS, OpenVAS. Also ist ein Nessus Fork, Nessus ist der Urvater aller Schwachstellenscanner irgendwie und war eine Zeit lang Open Source, wurde dann irgendwie nur mehr kommerziell weiterentwickelt und dann gab es einen Fork, der nennt sich OpenWAS und der wird vom BSI in Deutschland gesponsert, die Weiterentwicklung von OpenWAS und ist von der Qualität der Schwachstellenscanner, des Schwachstellenscans aus durchaus vergleichbar, also die implementieren die Patterns genauso wie alle anderen auch, die neu dazu kommen, vom Reporting her und von den False Positives her, ja, gibt es ja andere, die besser sind. Aber man kann den durchaus sinnvoll verwenden. Ja. Der prüft aber jetzt eben nicht auf einem System, zum Beispiel Logfiles oder so, auf bekannte Patterns, sondern der prüft gegen ein System. Ja. Also da sage ich dann, scan mir einen Netzwerk-Range und der scannt dann alle Services in dem Netzwerk-Range und sagt, da ist die, auf dem Rechner hat der Apache die Schwachstelle CVE irgendwas und da hat SSH die Schwachstelle CVE irgendwas. Also das ist das Prinzip. Bei meinem Vortrag hat man ja gesehen, dass der Großteil bei der Sicherheitsüberprüfung, wenn ich eine Cloud-Infrastruktur habe, im Prinzip eh genau das ist. Das ist also ein paar Sachen, die halt Virtual Infrastructure Manager-mäßig relevant sind, oder beziehungsweise wo das die Applikation ist. Gibt es da irgendwelche Tools, die du in so einem Open-Source-Cloud-Infrastruktur-Environment empfiehlst, die dann auch auf die Notfalls oder die Exploits von OpenStack zum Beispiel am besten geeignet sind? Ja, wie gesagt, OSIM wäre so ein Tool, mit dem ich die Logs sammeln kann und das auch Regeln implementiert hat, um bekannte Angriffsmuster aus den Logfiles zu erkennen. Ja, ja oder irgendein anderes kommerzielles kaufen. Ja. Aber ich mein, der zweite Punkt ist ja, sinnvoll bei solchen Systemen ist ja immer einen breiten Ansatz zu gehen. Ja? Also nicht nur die Logfiles heranzunehmen, um bekannte Angriffsmuster zu erkennen, sondern auch zum Beispiel Netzwerktraffic. Ja? Also alle, mehr oder weniger alles, ich weiß nicht, ob Logic auch Netzwerk-IDS integriert hat, aber fast alle haben das. Ja? Das heißt, zum Beispiel OSIM, eben das Open Source, hat das Nord integriert, damit ich nicht nur Angriffe aus einem Logfile heraus erkenne, sondern auch auf Netzwerk-Pattern-Ebene heraus Angriffe erkennen kann. Muss, dass sie alles, was sie vorgestellt haben, enorm viel Kapazität und Zeit. Genau. Vor allem die Systeme bleiben ja nicht stabil, sondern sind ja dynamisch. Und sie müssen ständig Anpassungen vornehmen. Die sind in der heutigen Zeit oft sehr schwer leistbar. Ja, wie gesagt, also der Vortrag war da eher in Richtung Open Source. Das heißt, die Idee, wie kann ich jetzt kleine Umgebungen mit einem Server oder einigen wenigen Servern absichern. Wenn ich große Umgebungen habe, dann muss ich das automatisieren, insbesondere diese ganzen Einstellungen, die ich da gezeigt habe. Ja, die mache ich dann ja nicht händisch, sondern die muss ich dann auch automatisieren über Ansible oder Puppet oder wie auch immer, Chef, irgendwelche automatisierten Tools. Zum einen, was die Einstellungen betrifft, und zum anderen gibt es da dann auch, gerade für Cloud-Umgebungen, auch für das Überprüfen der Einstellungen. Also wir haben jetzt geredet mit OpenWAS oder LogLogic, versuche ich ja, Angriffe zu erkennen oder Schwachstellen zu erkennen. Und die dritte Frage ist ja, wie kann ich solche großen Umgebungen scannen oder überprüfen, ob dort die Security-Einstellungen alle korrekt sind. Auch das kann man inzwischen automatisieren. Da gibt es ein Protokoll, das nennt sich SCAP, Security Content Automation Protocol, wo ich dann definieren kann, eine gewisse Policy und sagen kann, zum Beispiel auf allen meinen Systemen muss bei, was weiß ich, jetzt haben wir gehabt, SSH, muss bei SSH Root Login deaktiviert sein. Dann kann ich da ein SCAP Skript dazu schreiben und dann gibt es Tools, die dann automatisch 3 Millionen Rechner scannen können und sagen können, auf 2.999.000 ist deaktiviert und nur eins ist aktiviert. Ja. Also wo ich solche Compliance-Checks machen kann, gerade im US-Umfeld ist das sehr beliebt und da gibt es auch relativ viel. Also zum Beispiel, weiß nicht, wer die kennt, von der NSA gab es ja über Jahre hinweg sehr gute Guides zur Absicherung von Linux-Systemen, also Red Hat insbesondere, ja, also der Red Hat Security Guide von der NSA war sicher einer der besten, was Hardening betrifft.
Und die sind inzwischen dazugegangen, dass sie diese Guides nicht mehr als PDF-Dokument veröffentlichen, wo drin steht, du musst in der Config das machen, in der Config das machen, sondern dass sie da einfach SCAP-Files veröffentlichen, ja, wo ich das dann automatisiert prüfen kann und sogar implementieren kann, ja, weil der Schritt ist ja dann relativ klein, wenn ich auf der einen Seite prüfe, dass dort diese Einstellung gemacht ist in dem Config-File, dann ist ja der Schritt, dass ich sie gleich mache, nicht mehr so groß. Ja. Also das kann man sich auf jeden Fall für größere Umgebungen auch anschauen, dass man mit SCAP solche Einstellungen automatisiert ausrollt. Naja, SCAP ist Konfigurationseinstellungen. Also da geht es nicht darum. Vom Prinzip her, ja. Genau, der scannt das System durch mit einer Liste von seinen Patterns, wenn man es so sagen will, und schaut, welche da passen oder nicht passen. Zwei Anmerkungen noch von meiner Seite. Was ich bei meinen Servern immer mache, sind entsprechende Rate-Limits bei allen möglichen Services. Das sichert mich in gewisser Weise gegen den Isle-of-Service-Attacken. Es gibt zwar dann den Isle-of-Service, aber der Server geht nicht ganz in die Knie und erholt sich nachher wieder. Ja. Und das Zweite, was mich auch interessiert, etwas deine Anregung war, oft braucht man nicht alle Teile auf einer Content-Management-Basis in einer Website, die vorher abscannen und als statische Files zur Verfügung stellen und das automatisiert auch noch, das ist ja ein Tool, die mich auch interessiert hätten, weil die habe ich noch nicht ausprobiert. Also meines Wissens gibt es halt einige Content-Management-Systeme, die das grundsätzlich unterstützen. Ich glaube, für WordPress gibt es inzwischen auch ein Plugin, das recht gut geht, oder Typo 3, wo ich den Ansatz fahre, dass ich das Content-Management-System nur intern betreibe und dann halt automatisiert bei Knopfdruck, wie auch immer, dann Abzug mache und das dann publiziert wird. Ja. Also das gibt es, aber die führen meines Wissens nach, oder soweit ich das überblicke, eher ein Nischendasein, weil das Problem halt ist, wenn ich ein Content-Management-System heutzutage einsetze, dann will ich ja dynamische Inhalte haben, die angepasst sind an den User, der gerade eingeloggt ist, die irgendwelche Dinge, also sozusagen de facto, die jede Seite neu aufbauen. Ja. Also wo in der Seite immer Dinge drin sind, die abhängig sind von dem User, der gerade eingeloggt ist, oder von irgendeinem RSS-Feed, der von extern kommt, oder sonst irgendwie dynamisch generiert werden. Ja. Das heißt, das funktioniert sehr oft halt nur eingeschränkt. Ja, ja, also dort, wo es funktioniert, ist auf jeden Fall sinnvoll, klar, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, ja, wenn ihr einen Apache habt, der nur statische HTML-Seiten ausliefert, ist das Attack Surface natürlich wesentlich. Seht ihr hier umgekehrt, jeder Tischlereibetrieb, jeder Würstelstand will sofort seine eigene Homepage, wo er seine Adresse kundgibt und ein Foto vom Würstelstand. Und das muss natürlich sofort eine WordPress-Seite sein und genau das sind dann die schlecht gewarteten oft. Und da wäre genau das interessant, weil da ist kein Webshop und kein Riesenbetrieb ja. dabei und das sind aber genau die Einfluss. Also übrigens da auch der Hinweis nochmal, wer solche Systeme betreibt, so kleine Webseiten, österreichische KMUs, da in der nächsten Zeit sehr aufmerksam zu sein. Es gibt momentan seit ein paar Wochen relativ große Angriffswellen, die gezielt in Österreich solche schlecht gewarteten KMU-Seiten angreifen. Das hat ein bisschen mit der Türkei-Krise zu tun. Die haben nach diesen ganzen diplomatischen Verwerfungen haben halt die Organisationen, denen man nahe sagt, dass sie mit türkischen Regierungsvertretern sympathisieren, haben es zuerst versucht, die österreichischen Behörden anzugreifen. Also da gab es vor ungefähr 2 Monaten relativ große, intensive Angriffswellen auf die ganzen Ministerien. Dort sind es halt nicht sehr weit gekommen und dann hat man festgestellt, dass sich die auf die KMUs verlagern in Österreich. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen abgeflaut, aber ups. Ich wiederhole es dann. Genau in dem Setup kann ich mich ja aktiv nicht schützen, außer ausziehen, weil diese kleinen KMU-Seiten, die normalerweise auf kleinen Shared-Host-Web-Servern mit keinerlei Sicherheitseinstellungen, und wenn mein türkischer Verein, der gegen Erdogan ist, auf dem Server liegt, brechen es beim Würstelstandbesitzer nebenbei ein und es gibt keinerlei Schutzmechanismen, mich vor dem Würstelstandbesitzer zu schützen. Naja, die Frage ist, was für Systeme ich da nutze. Ja klar, es gibt also sozusagen so Shared-Hoster, wären ja schon auch immer besser, nämlich
schränken die Funktionalität ein, die ich eigentlich nutzen kann. Also die Frage ist immer, wo steige ich ein als Kunde? Ja? Wenn ich ein Managed WordPress oder ein Managed Typo 3 oder Managed sonst was kaufe, ja, und das Management einem professionellen Hoster überlasse, dann ist es halt von der Qualität des Security-Teams dieses Hosts abhängig, wie gut das System geschützt ist. Ja? Dann habe ich keinen Zugriff, auch keinen Einfluss auf das WordPress oder das Typo 3, aber der macht das dann hoffentlich für mich. Ja? Wenn ich halt jetzt als KMU mir nur einen Root-Server kaufe und dort vom Betriebssystem bis hin zur Web-Applikation alles selber installieren und versucht es zu warten, dann ja, muss ich halt auch die Kapazität aufbringen, um das security-mäßig zu schützen. Ja. Aber um auf das Beispiel von vorher, also die gehen jetzt nicht unbedingt auf türkische Seiten, sondern die haben so das Ziel, möglichst in Österreich viel Seiten zu defacen und dort ihre Botschaften zu platzieren. Ja. Also da muss ich gar nicht der türkische Würstelstandbetreiber sein, sondern wurscht was. Irgendein KMU in Österreich, das einen schlecht gesicherten Server hat. Gut. Mit der Oma.